Wir öffnen alles. Wir wollen alles haben. Nur guter Loot ist... nein, wie? Jeder Loot ist guter Loot. So rum. So wird das Schild raus. Aha. Na, was denn hier? Haben wir noch was? Reicht das, wenn ich das einmal antrigger und dann gleich weitergehe? Ich habe Tobi seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Er spielt normalerweise mit den Kindern auf der anderen Straßenseite. Tja, die sind wohl nicht mehr da, die Kinder auf der anderen Straße. Was war das? Was war das? Ich teste es dann einfach mal aus, ob ich direkt weiterlaufen kann. Das geht nur von der anderen Seite. Here. Hey, warte, wie ziele ich? So ziele ich. Hier komme ich noch nicht weiter. Interagieren. Du hast Geisterpost gefunden. Du hast etwas gefunden, das einem Dorfbewohner gehörte. Bring es zu seinem Haus im Dorf. Der Ort ist auf deiner Karte markiert. Okay. Nice, nice. Das ist der Ort. Garantiert, oder? Ist ja ein geiles System. Jetzt komme ich eben hier rein und kann da direkt mal ein bisschen weiter looten, hoffe ich, dass es da einen netten Loot gibt. Okay, es gibt auf jeden Fall erstmal Gegner. Ja, schade. Nice. Kommt noch jemand? Jemand was zu melden? Nein. Sehr gut. Langsam komme ich rein. Achso, Ping. Vergessen. Upsi. Ach, schau. Okay. Ich kann also durch diese... Was... Was ist mit dir? Was gammelst denn du hier so rum? Die gammeln jetzt alle hier rum. Ich kann also durch diese Nebenquests andere Geister quasi befreien. Oder so. Ja, öffnen. Nach wie vor. Ein Pilz. Schön. Ich würde ja alle gerne hierher holen, dass sie das Zeug mal essen hier. Oder bringt mir das nichts? Die tanzen alle da draußen irgendwie rum und keiner ist hier. Jetzt! Ja, essen, essen. Los, essen. Jetzt kann ich sie alle hierher holen, okay.
Kommt alle her. Ja, und esst. Bringt das irgendwas, dieses Essen? Dass die Viecher das aufessen, diese Früchte? Einsammeln. Nice. Ein Rot mehr. Weil wir gerade das Thema hatten mit Rot und so und Ärzte und was weiß ich hier. Wie ist die neue Single? Ich habe noch nicht reingehört. Habt ihr die schon angehört? Seid ihr da schon ein bisschen firm mit? Der Schneeschmitz ist ja schnell. Mal sehen, ob der Pass zu Rusus Haus frei ist. Okay, ich hätte nicht nochmal drauf drücken müssen. Gut. Wieder schön rockig. Okay, das klingt gut. Da bin ich nämlich auch sehr dafür. Werde ich doch morgen mal reinhören. Mal den Urlaub noch nutzen. Und mal ein bisschen Probe hören. Okay, ich kann ja auch sprinten, habe ich gelernt. Also tun wir das. Hoppala. Es tut mir leid, dass ich so viel erkunden muss, aber das gehört in so einem tollen Spiel einfach dazu. Hier ging er durch. Wir kommen nicht vorbei. Can you get rid of it so we can get through? Ich probier mal Glück, Junge. Was? Die Watt können Spezialblumen reinigen, um Kenas Gesundheit wiederherzustellen. Schicke dein Watt auf sie, indem du X drückst. Außerhalb des Kampfes wird Kenas Gesundheit automatisch wiederhergestellt. Ich würde ja gern wegsteppen. Nice, es wird. Okay, ich habe versucht da kommen noch mehr. Einmal zu parieren. Was ganz nice ist, man hat keine Ausdauer. Das ist ja bei den Souls-Likes oder bei den Dark Souls-Spielen das Problem, dass man mit der Ausdauer dann natürlich ziemlich hin und her struggeln kann. Das ist hier allerdings nicht der Fall. Das ist okay. Okay. Was ist denn hier jetzt rausgewachsen? Das sieht so toll aus. Eine Waldträne. Aha. Ich muss Abstand halten. Bringe deine Rot zusammen. Waldtränen stellen vorübergehend die ursprüngliche Form der Rot wieder her. Verwende R, um die Wolke zu bewegen. In dieser Form können die Rot-Feinde angreifen, Barrieren zerstören und Verderbnis bereinigen. Schlagen. Geil, ey. Alles klar, Minihu. Schön, dass du da warst. Dann bis zum nächsten Mal. Okay. Die Verderbnis haben wir. Wir probieren mal noch was. Ich muss mich doch noch ein bisschen reinfühlen hier. Oh,
War hier unten nicht auch noch irgendwo Verderbnis, die ich eventuell kaputt machen könnte? Wie die hier zum Beispiel. Ja, nice. So habe ich mir das vorgestellt. Geil. gucke ich die direkt? Verdammt. Ja, gut, dass wir uns mal drüber unterhalten. Heute ist eine Direct. Wann? Wenn ich fragen darf. Sorry. Oh, 0 Uhr, dann glaube ich eher nicht dran. Wahrscheinlich nicht. Ich nehme an, dass ich 22 Uhr am Rechner sitze und dann das Ganze. Was? There must be something nearby. Let's look around. Okay. Und ich muss da noch ein bisschen was machen, denn ich habe ja bereits mal in einem Stream angekündigt, dass ich die Möglichkeit habe, was mit zu synchronisieren. Und das habe, jetzt ist aber gut, und das habe ich auch schon, ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist, versucht. Mein Soundbeispiel, was ich eingeschickt hatte, ist gut angekommen und war echt auch, klang ziemlich gut. Und dann habe ich noch mehr aufgenommen und eingeschickt und das klang jetzt alles andere als gut. Und ich weiß nicht warum. Und ich muss das quasi alles nochmal machen. Und das werde ich heute. Das werde ich heute nach dem Stream noch tun. Ja, vielen Dank, Jenny Line. Schauen wir einfach mal. Okay. Nice. Einmal nehme ich noch, einfach um alles wegzumachen. Wenn ich natürlich weiß, dass 0 Uhr so ein Ding anliegt, dann könnte ich das vielleicht auch noch schauen. Aber das wird, denke ich, nicht das wird nicht im Stream passieren. Das wird mir sonst zu spät. Okay. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Sehr nice. Oder wir einigen uns drauf, dass wir uns dann nochmal hier sehen. Okay, damit wäre das auch erledigt. Nein, alles gut. Warte mal, hier kann ich jetzt loslassen. B. Ja, ja. Genau. Also, wie gesagt, ich habe dann bestimmt auch noch ein Stündchen zu tun. Mit allem drum und dran. Und will das aber auch so gern machen. Boah. Ist der. Der ist direkt von allein. Ja, okay. Direkt von allein freigeschalten. Nice. Und da kommt der nächste Fight. Okay. There's more poison ahead. We'll just wait here. Ja, die typischen Directs eben, ne? Schauen wir mal. Vielleicht kündigen sie ja Kena in einer abgespeckten Version an. Okay, hi. Schön, dass ihr da seid. Yeah.
Okay. Nice. Ab geht die Blutzi hier. Los. Wow. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ach komm. Okay, erstmal den Mob wegmachen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, cool, Mann. Hey, ihr zwei, na? Wie ist? Did you see what she did to that monster? I told you she could help us. Oh, ich hab einen Durst. Great work, Kena. Let's keep going. We're getting close. Okay, hier gibt's wieder so ein Teil. Da schmeiß ich doch direkt nochmal meine lustigen Viecher drauf. Okay. Sprinten kann ich damit nicht. Gut zu wissen. Aber hier komme ich damit lang. Sag ich doch. Tag. Und wieder einer mehr. Die sind Weltklasse. Okay. 12. Da hinten war auch noch was, oder? Ja. Ich finde das nice, wenn es so viel zu entdecken gibt. Das hat mir schon bei Breath of the Wild so einen Spaß gemacht. Erstaunlicherweise spiele ich solche Spiele wesentlich lieber mit Controller, auch wenn es die Möglichkeit gibt, huch, eine Schleife, auch wenn es die Möglichkeit gibt, das Ganze mit Tastatur und Maus zu spielen, macht sich das mit Controller tatsächlich besser. Es gibt auch genug Spiele, die mit Maus und Tastatur besser funktionieren, ganz klar. Das hier gehört meines Erachtens nicht dazu. Das Einzige, was ich hier im Blick behalten muss, ist, weil ich nämlich einen Wireless Xbox 360 Controller, 360, ja, mit dem spiele ich hier noch. Jetzt wird's dunkel. Xbox 360 Controller. Und, ja, mit dem, warte mal, das war falsch. Muss ich erstmal upgraden, oder? Mit dem kann ich, eben auch Kabel ungebunden spielen. Wireless, eben. Deswegen ist es der Wireless Controller. Aber die Batterien sind halt das Problem hier. Mal ein bisschen aufpassen. Okay, halte RT und drücke X, um einen Rotthammer zu erzeugen, der aus der Entfernung zuschlagen kann. Okay. Das ist auch ganz nice, oder? Klingt zumindest ganz gut. Aber vielleicht macht das noch mehr Sinn? Tja, parieren, das ist natürlich schon schwer, oder? Ich glaube, das wird sportlich zu parieren. Stärke des Schilds wird erhöht. Weiß nicht, was ich als nächstes lernen soll. Vielleicht erstmal diesen schweren Angriff aus dem Sprint. Und den Rotthammer. Mach ich. Ja, Batterien drinne, tatsächlich. Batterien.
Was habe ich gesagt? Akkus. Also der läuft tatsächlich noch mit Batterien, nicht mit einem Akku. Ich habe Akkus drin, ja, aber ich kann den hier so nicht einfach laden. Das geht nicht. Ja. Ja, jetzt, wenn es gruselig wird, ist die Minihu nicht mehr da, weißt du? Mensch, das hätte ich vorhin auch mal noch machen können. Da gibt's was drin. Warum komme ich da nicht durch? Ist ja bescheuert. Ist das geil gemacht, das Ambiente. Ehrlich. Ich weiß, ich sage das viel zu oft, aber es ist einfach so. Was wahr ist, muss auch wahr bleiben. Okay. Der hat die verloren. Oh Gott, das ist ja mega traurig, dass er hier seine Geschwister sucht und... die aber nicht finden kann. Weil man ist in die Richtung gegangen. Laufe ich falsch? Bin ich jetzt... Lass noch mal hier lang gehen. Gott. What the... Das sieht irgendwie krass aus. Erinnert mich an Ori. Ja. Aber Ori war plus 2D. Naja, nützt ja nichts. Rein ins Vergnügen, oder? Warte mal. Speichern, ne? Wir nehmen mal zwei Speicherstände. Boah, ist das gruselig. Taro's mask. Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find 3 relics to help him remember. The forest is huge. How do we know where to look? Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way. Der ist da oben auf dem Berg, oder? Herr Russo, soll mir helfen? Oh Mann. Grüß dich. Naja. Dann schauen wir doch mal, wo wir lang müssen. Krass. Also wirklich so diese Verderbnis oder wie das heißt hier, so ausgebreitet. Der Baum umgefallen, dieser Riesenbaum hier. Aus seinen Wurzeln rausgerissen. Okay, jetzt geht klar. Klopf mal die mal. Oh Mann, wieder so einer.
Ah, komm, ich habe Ausweichen gedrückt. Okay, nice. Er hat gut gedodged, muss ich sagen. Puh. Nice. Ja, die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da, so vom Ambiente her. Ich glaube, ich hatte irgendwas gehört, dass dieses Entwicklerstudio vorher bis zu diesem Spiel nur, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, es ist so riesig, so geil, weitläufig, vor diesem Spiel nur Animationsfilme tatsächlich gemacht hat, ne? Und noch nichts weiter. Und jetzt, oh, Hutwagen entdeckt, ja nice. Grüß dich. Erstmal Ping. Gibt's hier irgendwas zu holen? Da drüben gibt's noch was. Neuer Hut verfügbar. Fuchshut. Geil. Und dass den ihr erstes größeres Ding sein soll hier. Ja, tatsächlich. Okay, dann schauen wir doch mal. Ich hab noch ein. Warte mal, alle ablegen. Wie kann ich denn alle ablegen? So kann ich alle ablegen. Lohnt das, das auszugeben? Ja, auf jeden Fall, Jenny. Du kaufst ja bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, noch 7 Stück. Du kaufst ja bei, wie heißt das Spiel nochmal? Mann, hier komme ich nicht weiter. Bei Mario Odyssey auch die ganze Odyssey voll. Was ich jetzt nicht unbedingt mache. Aber ist okay, ich akzeptiere das. Oh, oh, oh. In so einer Open World kann man halt durchaus auch mal irgendwo reinglitschen, ne? Hallo, wie sie hier stehen mit ihren Hüten. Geil. Schön. Okay. Das ist jetzt gerade nicht so schön. Irgendwie. Hier oben die Dinger anbringen. Deko. Deko. Genau, Deko. Also hier komme ich nicht weiter. Glaube ich, dass ich das noch nicht schaffe. Ich kann noch mal probieren, hier lang zu gehen. Ich schau mal, ob ich noch irgendwo was entdecke. Eventuell. Hier geht's nur zurück. Durchs Wasser. Schwimmenderweise. Sitzt da auf dem Kopf. Geil. Sehr schön. Mein Freund muss auch alle Hüte finden, da ist er beschäftigt. Okay. Was soll ich dazu sagen? Jetzt macht das Ding auf. Okay. Ich war... Ich
bin kein 100% Spieler, muss ich echt sagen. Es gibt Spiele, in denen habe ich das gemacht, aber wenige. Genau. Jenny, du nimmst es mir quasi vorweg. Ich bin kein 100% Spieler, aber in diesem Spiel... Das ist schon... Ist schon echt cool. Das ist schon echt cool. Die Rätsel und so weiter. Was ist denn das da? Nee. Auf Krampf 100% auf keinen Fall. Ah ja. Ich versuche mal zu parieren, weißt du? Das ist gerade so ein bisschen mein Problem an der Sache. Ah ja, nice. Ach. Also das Parieren muss ich definitiv noch lernen. Ah, da war unter dem anderen quasi auch noch ein Gegner drunter.